Wie mache ich die Streifenverteilung? Ich habe 6 Farben zur Verfügung und könnte auch schon mal besser zeichnen. Das hier ist mein Raglan-Pulli. 6 Farben und wenn ich ihn 60 cm lang mache, wie in der Anleitung für die größte Größe vorgegeben ist, und habe 6 Farben, teile hier durch 6, dann wird jeder Streifen exakt 10 cm breit. Dann bin ich bei meinen 60 cm. Ich bin immer sehr groß und brauche die Sachen immer ein bisschen länger und denke, ich werde mindestens auf 72 cm stricken und dann 12 cm breite Streifen machen. Das lasse ich mir aber noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Aber so könnt ihr das für euch festlegen, wenn ihr auch gestreift und nicht Uni stricken möchtet. Soweit. Gleich geht's weiter. So, hier nochmal die Zunahmen im Überblick. Die Raglan-Zunahmen in jeder zweiten Reihe und die Zunahmen für den vorderen V-Ausschnitt. Noch ein Wort zum V-Ausschnitt. Der ist relativ großzügig, halsfern und auch tief konstruiert. Es soll ja ein lockerer Sommerpulli sein, unter dem man vielleicht sogar mal einen Top oder ein T-Shirt anzieht. Und deshalb ist der ziemlich groß. Wenn euch das nicht gefällt und ihr wollt ihn enger, kürzer und halsnäher haben, dann könnt ihr eine kleinere Größe stricken. Und für eine kleinere Größe die Maschen anschlagen und trotzdem die Raglan-Linien entsprechend länger stricken, um unten auf die Rumpfweite zu kommen. So, das nur als Tipp am Anfang. Ich habe weiter gestrickt und wollte ja eigentlich 12 cm Streifenbreite, bin jetzt bei 10 und habe mich entschlossen, das bei 10 zu belassen. Manchmal sieht man es dann erst, wenn es wirklich gestrickt ist und ich finde den Streifen breit genug, 10 cm. Und dazu kommt noch, das ist mein Rest von hellblau. Jetzt am Anfang habe ich noch Rest. Und das ist auch nicht schlimm, weil ich brauche ja noch was für den I-Cord und zumindest am Hals möchte ich den auch aus hellblau haben. Und es kann natürlich passieren, dass je breiter jetzt der Pulli wird, dass dann ein Knäuel nicht mehr für einen 10 cm Streifen ausreicht. Weil der Pullover wird ja weiter und weiter und braucht somit immer mehr Wolle für einen Streifen. Ich habe mich aber entschlossen, das einfach auf mich zukommen zu lassen. Da mache ich halt die Streifen unterschiedlich breit. Da mache ich mich jetzt noch nicht mit verrückt, sondern schau mal, was so passiert und wie weit es reicht. Ich habe hier weiterhin schön meine Zunahmen bei der Vorderteilseite markiert für den V-Ausschnitt. Ich ziehe es gleich auch mal auf ein langes Seil, um euch zu zeigen. Hier vordere Kante, Zunahmen in jeder zweiten Reihe, am Anfang und am Ende. Und natürlich, wer gerne Schnickschnack mag, schönes Werkzeug, das macht ja auch manchmal Spaß, der kann natürlich auch so einen Reihenzähler nehmen von Kokonitz und sich für jede Zunahme eine Markierung setzen, eine Zunahme, zweite Zunahme, dritte Zunahme und darüber hinaus kann man die ja noch wunderschön auch auf diese Schnapparmbänder von Kokonitz setzen. Dann hat man das immer so dabei. Also
braucht man nicht zwingend, aber macht ja auch immer Spaß, schönes Werkzeug zu benutzen. Und die Maschenmarkierer sind auch von Kokonetz. So, jetzt, bevor ich es auf eine lange Nadel ziehe, kommt ein Farbwechsel zu Gelb. Und ich lege mir die Farbwechsel. Ich werde mal eben hier noch die Farben drauf markieren. Das war Gelb. Lege den Farbwechsel immer an eine hintere Racklernaht, weil das da am schönsten verschwindet und am wenigsten auffällt. Und ob ihr jetzt den Pullover nur Uni strickt oder in Streifen, ist eigentlich egal. Auch bei Uni habt ihr ja Fadenansätze, wenn ein Knäuel zu Ende ist. Und auch da gilt, macht es lieber an eine der hinteren Racklernähte als an eine der vorderen. So, jetzt kommt wieder eine Hinreihe. Ihr seht, ich bin auf der glatt rechten Seite. Das ist die linke Seite. Ich mache also die nächste Zunahme von meinem Vorderteil Halsausschnittzunahmen. Stricke aus der ersten Masche zwei Maschen heraus, wie gehabt. Stricke weiter bis zur Raglanmasche, wie gehabt. Die Strecken werden natürlich immer länger, weil ja immer mehr Zunahmen dazu kommen. So, jetzt bin ich hier am Maschenmarkierer. Zunahme aus dem Querfaden, Markierer rübersetzen, Raglanmasche, Markierer rüber, Querfadenzunahme, stricke über den Ärmel, bin jetzt an der zweiten Raglanmasche Querfadenzunahme, Markierer rüber, Raglanmasche, Markierer rüber, Querfadenzunahme. So, und bin ja hier jetzt an einer der hinteren Raglanlinien. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, das sind die beiden Raglan-Schrägen, die man von vorne sieht, und das sind die beiden, die man von hinten sieht. Und da will ich meinen Fadenansatz hinlegen. Das heißt, ich schneide den Faden einfach ab. Lass lang genug hängen. Nehme das zweite Knäuel. Lass wieder ebenfalls lang genug hängen und stricke mit der zweiten Farbe weiter. Und dann wird das nämlich schön unauffällig später vernäht werden können. So, jetzt habe ich euch noch gesagt, ich zeige euch das Ganze ausgebreitet. Das ist auch besonders praktisch bei den Lückennadeln, weil ich mir die Seile da verlängern kann. Ich schraube also die Nadel ab. Brauche dann einen kleinen Adapter. Brauche ein zweites Seil. So,
ich an die andere Seite vom Adapter anschraube, kurz anziehen und die Nadel anschrauben. Und dann ist mein Seil lang genug, um das Ganze mal auszubreiten. So. Stricken ist ja nicht so schön mit so super langen Seilen. Das strickt sich leichter, wenn die Seile ein bisschen kürzer sind. Aber der große Vorteil beim Raglan ist, das ja zwischendurch immer anprobieren zu können. Und dafür müssen die Maschen komplett ausgebreitet liegen. Sprich, das Seil lang genug. So, ich ziehe jetzt hier rein. So, und kann das Ganze mal schön ausbreiten. So und so habe ich jetzt gestrickt. So. Hier oben ist der Maschenanschlag. Vorderen beiden Raglan-Schrägen sind hier. Hier ist das Ärmelstück und hier entwickelt sich der V-Ausschnitt. Da liegt aber noch ein gutes Stück vor mir und ich habe ja auch erst hier 9 Zunahmen gemacht von 19 für die Größe XXL, also da kommt nochmal in etwa das gleiche Stück dran. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen weiter gestrickt habt, dann könnt ihr das mal überprobieren. Das Ganze kommt ja so an. Einmal größer. So könnt ihr das mal vorm Spiegel anprobieren. Ist jetzt nur hier vor der Kamera ein bisschen schwierig, es richtig hinzuzuppeln, aber so in etwa. Und dann bekommt ihr einen Eindruck auch, wie weit ist der Halsausschnitt, wie viel fehlt da noch, wie tief wird er dann, ist mir das Ganze vielleicht zu tief. Also ich finde, das wird genau richtig, wenn ich diese Linie hier weiterführe. Aber das, ganz tolle Sache beim Raglan, dass man immer zwischendurch anprobieren kann. So, ich stricke jetzt meinen gelben Streifen weiter und zeige euch dann, wie es weitergeht. Ich habe jetzt den gelben Streifen beendet, auch wieder 10 cm lang. Ich messe es euch gleich auch noch vor. Ich bin in einer Hinreihe, so gut wie fertig am Ende. Ich mache gleich hier meine 19. Zunahme für den Halsausschnitt und zeige euch nochmal hier unten den unteren Absatz, darum geht's. Das sind ja die V-Ausschnitt-Zunahmen für den vorderen Halsausschnitt. Und da sollte ich 19 machen und habe jetzt gerade die 19. vor mir. 19. Zunahme, 19. Zunahme und strick die Reihe jetzt zu Ende. Es ist eine Hinreihe gewesen. Das heißt, ich hatte auch die Raglan-Zunahmen vor und nach den Raglan-Maschen. Und hier jetzt am Ende der Reihe meine letzte Zunahme. So, jetzt geht es weiter mit... Wenn die Arbeit, und in meinem Fall für die größte Größe wären das 21 cm Mist, beziehungsweise
Es hängt ja an eurer Maschenprobe. Beziehungsweise, wenn die Zunahmen für den vorderen Halsaufschnitt gemacht sind, dann wird die Arbeit zur Runde geschlossen und es wird glatt rechts in Runden weitergestrickt. Vorderteil Halsausschnitt Zunahmen haben wir dann nicht mehr, nur noch die Raglan-Zunahmen. Aber da müsst ihr jetzt aufpassen, denn die werden jetzt nicht mehr in jeder Hinreihe gemacht, die Raglan-Zunahmen. Ihr habt ja gewissermaßen keine Hinreihen mehr, sondern in jeder zweiten Reihe. Und dann müsst ihr euch wieder, ups, wollte ich noch gar nicht hin, ein Schema überlegen, wie ihr es euch merkt, jede zweite Reihe, die Raglan-Zunahmen, wenn ihr es denn dann nicht erkennen könnt. Also man sieht es auch im Strickbild. Aber wenn ihr unsicher seid, dann macht euch wieder eine Strichliste oder einen Reihenzähler. So, also 21 cm muss meine Arbeit messen. Das misst man am besten in der hinteren Mitte. Gerade runter und da mein Streifen ja 10 cm hat, der Gelbe hat sogar ein bisschen mehr, ist aber nicht schlimm. So, ja, komme ich auf 21 cm plus minus und jetzt wird die Arbeit zur Runde geschlossen. Natürlich ist mir schon klar, dass ich vermutlich nicht jeden Streifen 10 cm breit bekommen werde, ohne einen zweiten Strang anfangen zu müssen. Denn mit zunehmendem Wachstum, die Arbeit wird ja immer breiter, brauche ich natürlich auch mehr Wolle. Aber da sagte ich ja, da gucke ich mal ganz entspannt und lasse das auf mich zukommen. So, ich bin am Ende einer Hinreihe. Und stricke jetzt nicht zurück wie bislang, sondern stricke am anderen Ende weiter. Schließt das Ganze also zur Runde, leg mir das hier so rund hin und stricke von jetzt ab nur noch rechte Maschen in der Runde und muss mir jetzt nur noch merken, in jeder zweiten Runde die Raglan-Maschen zu machen. Also ab jetzt wird es noch entspannter. Das kann man wirklich vorm Fernseher, ohne zählen zu müssen, lediglich den Raglan beachten. Ich stricke jetzt noch maximal eine Runde drauf und dann kommt bei mir der nächste Farbwechsel. Und das war jetzt ein bisschen Zufall, dass es so ausgekommen ist, dass meine Halsausschnittzunahmen beendet sind und der gelbe Streifen auch. Das war aber, wie gesagt, reiner Zufall. Das muss bei euch nicht so sein. Wenn ihr Uni strickt, dann ist es ja sowieso unerheblich. Dann habt ihr ja eh keinen Farbwechsel. Genau, also könnt ihr euch jetzt vorstellen, jetzt nur noch in Runden, immer nur noch rechte Maschen. Und zwischendurch nicht vergessen, die Arbeit mal auf ein langes Seil zu ziehen, anzuprobieren. Vorm Spiegel geht das ganz gut, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie weit der Pulli werden wird. Ihr müsst euch da ja nicht unbedingt an die Anleitung halten. Die Anleitung ist relativ großzügig, so ein bisschen fluffiger, ist ja ein Sommerpulli, der muss vielleicht gar nicht so eng sein. Aber wer es weiter oder enger mag, der kann das ja an sich anpassen. So, das soll jetzt mal reichen. Ihr könnt es euch vorstellen, weiter gestrickt in Runden. Und das Ganze jetzt über eine Gesamtlänge von 26 für die Größe S bis 30 für die Größe XXL Zentimeter.
was bei mir bedeuten würde. Ich hatte hier in der hinteren Mitte, wieder in der hinteren Mitte, schön glatt runter gemessen, ja 21. Ich wechsle gleich auf die nächste Farbe. Und wenn ich dann hier 30 cm habe, gerade runter gemessen, dann mache ich eine Anprobe, die nächste Anprobe. Und dann wird die Arbeit geteilt und in Rumpf und Ärmel weiter gestrickt. Und wie das gemacht wird, wie es aufgeteilt wird, die erste Masche, die erste Reihe, das zeige ich euch dann. Jetzt gehe ich erstmal wieder stricken.